willkommen zu einem neuen Format auf unserem Kanal, und zwar der Cream Team Challenge. Und dabei wissen wir selber auch noch nicht genau, was uns da jetzt erwarten wird. Wir wissen nur, dass wir von unserem Kamerateam ein paar Aufgaben gestellt bekommen und die müssen wir dann erfüllen. Also bleibt mit uns gespannt. So, hier ist direkt schon der erste Umschlag. Ich bin richtig gespannt. Ja, mal schauen, was da so drin steht. Also, ringfrei für die erste Runde. Wir haben eine kleine Softkiss-Challenge für euch. Ihr bekommt gleich eine Box von uns, darin unsere 8 Lippenpflegestifte und ihre 8 Deckel. Ordnet die Deckel den richtigen Pflegestiften zu. Ihr habt dafür 15 Sekunden Zeit. Du fängst an und Julia setzt so lange die Schlafmaske auf. Los geht's. Okay. Dankeschön. Okay, ich bin sehr gespannt. Aha. Okay. Aber oh, wie süß, guck mal, das ist sogar eine Baby-Jan-Kehr-Schlafmaske. Okay, ich setze dich schon mal auf und ab dann. Ja. Geht es los. Okay. Schreck der Druck. Ja, das ist wirklich gar nicht so leicht. Dann habe ich jetzt hier 6 Stück. Nicht schlecht. So. Du hast 3 richtig. Oh Mann. Ich dachte, ich habe mehr richtig. Aber immerhin. So. Ich bin bereit. Kann ich? Und los. Ja, das ist echt nicht so einfach. In 15 Sekunden. Das geht so schnell rum. Schau mal. Was ist denn? Okay, ich habe gerade mal 3. Okay. Du hast von den 3 3 richtig. Okay, boah. Immerhin 3. Damit unentschieden. Gleichstand, ja. Ja, dann machen wir einfach mit der zweiten Challenge mal weiter. Oh ja. Ich bin sehr gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Ich öffne jetzt mal hier den Umschlag. Und hier steht, hier kommt die zweite Runde für heute. Wie gut kennt ihr euch eigentlich? Bitte setzt euch Rücken an Rücken hin und beantwortet uns ein paar Fragen. Natürlich nicht laut. Daumen hoch heißt ja, Daumen runter nein. Es gibt abwechselnd eine Frage über Diana und über Julia. Wenn Diana eine Frage über Julia richtig beantwortet hat, bekommt sie einen Punkt und umgekehrt. Wer am Ende mehr Punkte hat, gewinnt. Dann fange ich einfach mal an mit der ersten Frage. Ich lese sie einfach mal vor oder behaupte. Ja. Julia mag keine Nudeln, richtig? Ah, ich weiß nicht, wir waren ja schon essen, du hast aber nie... ja, wir haben wirklich keine Nudeln. Das nächste, trägt Diana immer 2 verschiedene Ohrringe? Ich habe deine Videos auch gut gesehen. Ja! Stimmt es, dass Julia schon mal aus einem Taxi geflogen ist? Okay. Ja, ist wirklich mal so. Aber das war auch mehr so, da konnte ich eigentlich nichts für. Okay, das nächste ist, hat Diana als Kind ihre Cousine gebissen, wenn sie sauer war? Weil ich weiß auch nicht warum, ich war voll böse irgendwie. Wie kann man denn Leute beißen? Aber ich glaube, da war ich 5. Hat Julia in der Schule schon mal eine 6 fürs Spicken bekommen? Okay. Hat Diana im Freizeitpark Angst vor dem Maskottchen? Ja? Ja, ich finde die voll gruselig. Manchmal, weil man weiß ja nie, was da so für Leute... Ist. Ja. zieht Julia seit Jahren immer das gleiche Paar Schuhe bei wichtigen Ereignissen als Glücksbringer an? Boah. Okay. Ja, nee, das stimmt. Okay, hat Diana schon mal eine Unterschrift ihrer Eltern gefälscht? Schätze ich dich so ein oder schätze ich dich nicht so ein? Nein? Nein, sowas habe ich wirklich noch nie gemacht. Okay, cool. Dann waren das jetzt alle Fragen oder Behauptungen. Okay, ich könnte mir fast vorstellen, war das auch schon wieder unentschieden? Ich weiß, ich weiß nicht. Ja, wir kriegen einen Nicken. Ja, aber wir haben ja 3 Challenges.
Deswegen, und ich glaube, die nächste, vielleicht ist das ja so eine, wo man nicht, wo es nie unentschieden sein kann. Wir werden sehen. Genau. Okay. Ein weißer Umschlag. Was ganz Besonderes. So, was steht hier? Hier kommt die nächste Runde. Ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit, euch abzuschminken. Das ist einfach? Ja, das stimmt. Deswegen werdet ihr euch in diesen 30 Sekunden auch noch neu schminken. Okay. Ohne Spiegel, aber mit allen Produkten, die ihr in der Box vor euch findet. Ready? Dann legt mal los. Okay. Oh, wieder so eine schöne Box. So. Na, das kann ja aber in 30 Sekunden ab- und neu schminken. Okay. Hier wieder die BB-Abschminken. Oh, aber ganz abschminken? Ich habe mir alles schon mal hier hingelegt. Okay, dann mache ich auch mal eben. Dann auf die Plätze. Fertig. Okay. Okay. Es ist alles so nass in meinem Gesicht. Verblende einfach zum Schluss. Kannst du deine Hände nicht nass? Ja. Aha, da hat es voll. Vier, drei, zwei, eins. Okay. Sei da. Das ist ein Clown. Ich würde mich vergessen, das würde sich voll ganz schlecht. Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt bei mir aussieht. Ja, du siehst, ich habe von jedem ein bisschen. Der Lippenstift ist eigentlich ganz gut geworden, muss man sagen. Ja? Ja, also schon irgendwie überall ein bisschen. Ansonsten, alle anderen Produkte sind so irgendwo in deinem Gesicht nicht so richtig verteilt. Ja. Können wir mal einen Spiegel bekommen vielleicht? Dankeschön. So. Oh, Gott. Ja. Gott. Die waren sehr gut, ne? Ja. Also ich was habe ich denn auch mit dem Lidschatten gemacht, ne? Ja. Also ich glaube, wir haben uns beide schon mal nicht schön geschminkt. Aber der Max, unser Kameramann, kann es ja mal entscheiden, wer jetzt letztendlich gewonnen hat. Ich würde sagen, du hast den halt auch. Ja, okay, man muss sagen, du hast wenigstens alle Sachen verwendet irgendwie. Und ja. Das stimmt. Ich hoffe, es gibt noch mal eine weitere Challenge, damit ich noch mal zeigen kann, was in mir steckt. Und ja, ihr könnt es ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch mehr Challenges sehen wollt oder vielleicht fallen euch irgendwelche Aufgaben ein. Ansonsten würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, dann verpasst ihr nichts mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ciao.